Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich hatte beim letzten Mal Glück gehabt, als wir unsere Ölquelle umgestellt haben. Und das war wirklich schönes Glück, weil Kiste ein neues Erzlicht und das heißt Grossula. Ja, das haben wir ewig gesucht, nicht gefunden. Wie gesagt, dann haben wir unseren Ölturm aufgestellt, irgendwann nach unten gegraben, weil wir geguckt haben, warum das Öl nicht mehr läuft. Ja, und dann waren wir in einer Grossula Mine gestanden. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was dabei. Weil dieses Tantalitohr, das brauchen wir jetzt. Hab mir das mal Mob Griefing habe ich wieder angeschalten. Dann doch ein bisschen erschreckt, dass der Wisser eigentlich überhaupt keinen Schaden macht. Könnte mir mal sagen, ob das an oder aus. Für die nächste Zeit ist es jetzt erstmal an. Schaue ich mal schnell hier rein. Herzustellen. Unsere Vorräte mal wieder auffrischen. Drei Stück. Auch schon dabei. Bei der Masse. Ah. Item Output ausgemacht. Genau. Dann habe ich noch diesen Type-Filter hier draufgestellt. Natürlich Konvoier wieder drunter. Und habe gesagt, er soll mir bitte da das draus ziehen. Und der geht jetzt sozusagen rein. Wir haben die Erze rübergestellt. Da kommen jetzt dann noch die ganzen anderen Dust drauf, wie zum Beispiel Marble Dust und Konsorten. Das heißt, wir können dann auch mal die anderen Erze durchjagen, die wollen wir brauchen. So, ich will noch auch noch drei davon. Oder noch zwei. Ne, noch ein. Zweimal. 18 Stück. Vielen Dank. So, denn aus diesem Tantalum, ne, Tantalit, machen wir jetzt Tantalum. Aus Tantalum machen wir hoffentlich diese kleinen Ender-IO-Sachen, dass wir da endlich das Teil haben, dass ich endlich meinen Magneten habe. Des Weiteren haben wir endlich gebaut noch einen zweiten, den Stone Jammer. Den werde ich jetzt erstmal trainieren auf Geschwindigkeit. Da ist mir dass der kaputt geht, erstmal egal. Weil ich möchte den eigentlich auf einer ähnlichen Geschwindigkeit haben wie den hier. Er ist jetzt bei. Wo bist du? Wo 15,2. Der ist jetzt bei 4,93. Weil wenn er 15,2 und ist, da kommt dann Silk Touch drauf, dann ist er ungefähr wieder bei 10. Tantalit kommt jetzt mit Electrolyzer. Das wäre eine geile Maschine gewesen, die wäre falsch gewesen. Das da muss da rein. Das muss rein. Länger. Was brauchen wir jetzt dann? Der IO. Wir brauchen davon. Polyethylen, okay, das ist Manganes. Manganes, glaube ich, kommt auch raus. Tantalum. Vier Bolzen. Also ich brauche auf jeden Fall
Tantalum und Manganes. Rein. Das war eine Folie, ne? Ja. Beutel an die Macht. Ja, ganz toll. Reicht nicht, um ein Ingit zu machen. Ich hab gerade mal die Hälfte rausbekommen. Vielleicht werde ich auch noch nicht rauskriegen. Au. Au. Ja, ist ja gut. Ja, man sollte drauf glotzen, in welche Maschine man reinschmeißt. So, also. Da kommst jetzt du rein. Oil, Hammer. Auch aber klar, ja. Gucken, ob ich Mangan da hab. Ab und zu werden mal Fehler bestraft. Aber schön. Tantalum, da machen wir gleich die Bolzen draus. Okay, dann habe ich meine Folie. Okay, dauert etwas länger, Tantalum-Bolzen. Laufen schon mal die ersten zwei, hoffe ich. So, habe ich dann richtig gesehen? Medium Batterie? Aha, Cadmium Batterie brauchen wir. Das heißt, ich brauche Cadmium. Cadmium auf. Dunkel. Heißt, wir werden auf jeden Fall heute da an arbeiten. Dann gleich dann am Schluss noch ein bisschen weitermachen. Cadmium hab, da habe ich kein Cadmium. Leider jetzt am Cadmium, oder? Ja, wobei wir haben ja so viele Ärzte hier rum. Wir es noch verarbeiten müssen. Er sagt der Cadmium. Auch ein 9. Ja, da hätten wir auch noch genügend. Ein Stück. Passt auch gleich mit. Arbeiten wir auch gleich. Viel. Auch mal den Boden austauschen. Weiß auf jeden Fall eins. In dieser großen Aufnahmesession wieder mal. Da wird es auf jeden Fall
nach Raffinerie weitergehen. Es wird Saumkraft weitergehen. Eventuell an dem Raketentisch gearbeitet. Wir haben einiges zu tun und zu lassen. Da rein. Heißt, ich habe ja Gott sei Dank noch. Ah, ich hätte nur 8 gebraucht. Okay. Okay, wir haben eine Cadmium Batterie. Erste. Dann brauche ich Redstone Plates. Ich brauche ein Machine Chassis. Das ist Electrical Steel und Steel Casing. Oh, ich brauche noch einen fünften Capacitor. Gott sei Dank habe ich gerade aus Versehen, oder nicht aus Versehen, ich habe beschlossen, das gleich mitzunehmen. Hätte ich das nicht beschlossen, dahinter gelaufen. Rein. Da rein. Weil, nein, das eine Tantalum lasse ich draußen. Park das draußen mal in meine Ingot-Kiste. Damit wir auch noch Drawers aufbauen können. Also, wir haben jetzt Hallo. Hallo. Ach, weil sie voll sind. Ja. 5 Capacitor. Oh, ich Redstone Plates. Mal 2 haben. Dann brauche ich auf jeden Fall mal 2 Stahl. Und jetzt brauche ich noch für die Häuser. Stahl noch Electrical Steel Plates. Haben. Bei. Steel. F. Brauche ich jetzt Electrical oder Elektro? Electrical Steel. Wenn ich wollte Maserator bauen, habe ich gesehen, dass ich einen Industriediamant brauche. Dafür brauchen wir einen Plauschen Kompressor. Aber nicht. Habe wieder eigentlich aufräumen. Leider noch nicht durch.
Da bedauere ich jetzt gerade, dass ich den anderen runtergeschraubt habe, aber geht nicht anders. Nur 15 Sekunden. Gar nichts. Ach ja, wie ihr seht, die Zäune haben sich schon weitgehend verändert. Ich glaube, da habe ich es noch nicht gemacht. Nein, da ist es noch auf der alten Position. Alle anderen haben jetzt nur noch zwei nach vorne. Habe ich jetzt schon alles soweit umgebaut. Ja. Ja, also ich habe jetzt mal Electrical Steel, dann brauche ich natürlich auch hier Electrical Plates. Hier brauche ich Stahlingots. Also. Da. Dahin. Bitte. Und wir haben uns Casing. Dahin. Und wir haben unseren Basic Capacitor. So. Mal gespannt. Jawohl, der wird jetzt geladen. Stellen wir da her. Und ich kann jetzt endlich mal meinen Magneten rausnehmen. Da reinlegen. Und jetzt wird er geladen. Perfekt. So, jetzt ist er nämlich geladen. Den könnte ich, glaube ich, auch bei den Bubbles mit reinlegen. Ich habe nur. Ah, da oben. Okay. Ja, das heißt jetzt, wenn ich jetzt meinen Block nehme und wegschmeiße, dann kommt er auch wieder zurück. Hoffe, dass der nicht die ganze Zeit Energie braucht. Doch, der braucht die ganze Zeit Energie. Dann hätte ich gesagt, mache ich den Dach mal aus. Nein, aus, wenn ich. Okay. So, dann heißt es, wir haben jetzt schon mal unseren Magneten und können den jetzt auch endlich laden. Ich bin ja mal glücklich. Was haben wir denn alles noch hier für schöne Sachen offen? Ja, das ist alles Mond. Dann haben wir hier noch Chloroform. Brauche ich ein Casing. Brauche drei Iron Furnace. Haben wir nicht. HV-Tier. Weiß ich nicht. HV habe ich auch keine mehr. Sag jetzt auf. Weiß, das sage ich sehr oft. Sehr oft vor allem. Sehr oft.
Das wirklich so ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr. Okay, also, dann laufen wir mal jetzt. Laufen nochmal schnell rüber. Ich nehme drei Tanks mit. Denn laufen wir mal den Weg entlang. Laufen zu unserem Holzschuppen. Datencenter. Ja, hallo Fledermäusis. Genau. Das habe ich euch gezeigt. Also da kommen jetzt dann noch dieses Glaskästen hin. Die werden wir jetzt auch demnächst mal anfangen. So, aber das ist das kleine Innenleben von Halle 1. Also das geht noch weiter. Kommt noch auf jeden Fall eine Halle 2 dazu. Es könnte vielleicht sogar noch eine Halle 3 dazu kommen. Ich bin noch beim Überlegen, ob ich diese Höhe so lasse oder ob das vielleicht nochmal sogar höher wird. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier mal drei Tanks. Stelle gerade fest, dass was ich hier gemacht habe, kompletter Schwachsinn ist. Sehr schön, Hatchet. Modifier hat mir viel besser gefallen. Warum sage ich das, dass das ein Schwachsinn ist? Ganz einfach, weil hier die Ausgabe ist. Okay, also, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier schon mal alle drei Tanks. Das heißt, ich habe jetzt dann die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann jetzt zum Beispiel Fruit Juice hier reinpacken. Ich kann dann auch noch draufgeschrieben, was da rein darf oder was da rein soll. Fruit Juice, dann hast du Bio, dann hat man die Biomasse. Gibt es ja zwei Arten. Ich könnte es jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Drawer. Da sind dann Plant Balls dabei. Und diese Plant Balls werden immer gemacht zu Fermented Biomass. Möchte ich nicht, weil es kann ja auch sein, dass man mal sagt, okay, ich brauche jetzt diese andere Biomasse oder ich brauche jetzt den anderen Teil und dann kannst du ihn nicht verwenden, weil es nicht hast. Also muss es jedes Produkt geben, das heißt, okay, du musst mit der Hand arbeiten. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann mal, wenn AE dann auch da ist und wir auch genügend Material haben und Strom haben, dass AI laufen kann, dann wird es vielleicht auch voll automatisiert. Aber halt jeder einzelne Schritt erstmal. So, okay. Ich brauche jetzt Drawer. Brauche Minimum einen Einser und ich brauche Minimum einen Vierer. Und ich brauche noch einen Einser. Dann brauche ich den Drawer-Schlüssel. Dann brauche ich Plant Balls. Dann brauche ich eine ist offen. Bräuchte ich Filter. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das Dach um eins noch rausziehe. Verlappt. Irgendwie so viel aus. Also, das heißt, wir brauchen jetzt hier zwei normale. Einen hier für drüber.
da die Plant Balls rein. Der bleibt offen. Bei der ist derjenige, wo die Plant Balls erzeugen soll. Da kommt dann der ganze Stuff raus, den wir da haben. So, aber mir fällt noch was ein. Bauen müssen. Hat's mich wundert das bis heute noch, dass ich gebaut habe. Meine zweite Sache eigentlich gewesen nach einer Schüssel. So, und zwar Architecture. Den Architecture Sawbench. Dafür brauche ich einen Hammer. Weighted Pressure Plate, okay, heavy. Mache ich mit einer Stahlfeder und zwei Eisenplatten. Dahin. Ja, das tut mir was Manganese jetzt leid, aber einen Nerv noch mal irgendwo eine Bank aufzumachen. Aus hab. Dann bitte. Dann brauche ich jetzt als nächstes als Stahlschrauben. Sagen die, welche wohl haben. Auch ein Oak Barricade. Nein, wir machen erstmal das jetzt fertig. Zwei Eisenplatten. Hatten. Also wenn ich dann große Baustellen habe, kann ich das Ding ja auch mitnehmen, weil verliert ja keine Energie. Ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe schon lange nicht mehr mit RF gearbeitet. So, wie weit bist du? Du hast den Long fertig. Brauche ich Assembler. Brauche jetzt Ending möchte. Große Feder rauskommen. Wieder zwei Platten. Pressure Plate. Weighted Pressure Plate. Dann kommen da die Stahl oben hin. Dann machen wir die Oak Barricades. Das sind Oak Woods und Ring. Kein Holz mehr haben. Auch sauber aufkommt. Müsste ich auch mal weiter bauen. Auch nur halb fertig, weil die Hölzer und so weiter eigentlich nach oben können. Dann baue ich weiter. Okay. Apropos, genau, ich habe das nächste Holz umgestellt. Wir haben ein paar bisschen Holz. Beides jetzt eigentlich meine Lampe. Die
Jetzt bei 1211. Ich glaube, einmal gelevelt hat sie. Und auch noch diese großen. Habe ich mal 4 Stück gefällt. Also wenn ich mir vorstelle, wo wir am Anfang den ersten Baum gefällt haben, das hat gedauert. Also da waren wir zu dritt oben. Hat gedauert locker 3 Stunden oder so. Und jetzt habe ich es alleine gemacht mit Lumber und Sith. Ja, mal eine Stunde gebraucht für 4. Aber macht trotzdem keinen Spaß. Ich habe schon gesagt, leider kannst du die, also die Sense, nicht leveln, indem dass du Blätter abschlägst. Weil die hat gestern, glaube ich, mindestens 3 Level gemacht. Aber ich muss ja da Monster damit prügeln, leveln. So, ich brauche 4 Strings, bitte. Regularsaw. Okay, das heißt, ich brauche die Eisenplatten. Eisenplatten und dann einmal ein Werkzeug. Werkzeugsack. Muss jetzt nur noch gucken. Auch. Das gehen wir nämlich die ganze Zeit ein bisschen auf den Keks. Wir haben da oben unseren schönen Crafting-Bereich. Bin ich am wenigsten. Überhaupt keinen Sinn. So. Heißt es jetzt? Also der untere ist dann derjenige, wo das Werk macht. Das nutzt. Platten. Weile, okay. Sein. Habe eine Iron Bombs und da draußen Doppelblade gemacht. Haben Reihe 2 fertig und jetzt kommt noch Reihe 3. Das ist ein Hammer und ein Screwdriver. Dafür brauche ich jetzt Iron. Stahlschrauben, Wood Gear.
Holz. Okay, soll ich jetzt auch? Ja. Dann brauche ich noch die kleinen Small. Wie die hoffentlich schon. Man sich vorstellt, wenn man den am Anfang macht, ne, da fängt man ja so ist am Rad drehen an, weil wo willst du die ganzen Sachen herkriegen? Material und bla. Ja, und jetzt jetzt brauche ich einen Screwdriver und einen Hammer. Oh, jetzt das ganze Graffel nicht wieder au noch aufbringen. Hammer. Und wir ha haben noch unseren Table. Und eine Quest abgeschlossen. Hurra! Was ist jetzt das Ding? Für die, die es noch kennen. Jetzt zum Beispiel hin. Schauen wir das mal an. Sagen, okay. Ich kann mir jetzt hier aussuchen, was ich jetzt an den Blöcken haben will. Ich kann jetzt runde Blöcke haben, ich kann klassische Blöcke haben. Das Ding werden wir nämlich brauchen für die Bank. Ja. Ich kann Fenster reinmachen, ich kann Bögen machen, ich kann Geländer machen, kann also schöne Sachen machen. Was ich noch nicht ganz rausgefunden habe, was die Schüssel und was der Hammer kann. Die Schüssel braucht Eisenschrauben und Eisenrod und drei Eisenplatten. Hier brauche ich zwei Sticks und Stahlplatten und zwei Eisen. Dann hätte ich gesagt, machen wir die zwei Dinge auch noch. Versuchen es halt mal rauszufinden. Also ich habe jetzt gesagt, ich brauche jetzt für den Hammer brauche ich zwei Stahlplatten, zwei Eisen-Ingots. Beile brauche ich eine Stahlplatte. Und eine Platte, dann brauche ich Rod Eisenschrauben. Genau. Darum nehme ich Stahl mit. Fast gedacht, dass ich sowas nicht produziere. So, heißt Eisenschrauben auf mal. Brauche ich drei Stahlplatten.
Oben. Laufen und bringen den Strahl zurück. Wenn ich Eisen und Stahl unterscheiden kann, der kann auch. Rein, rein. Haben. Oh, ja. Okay, Architektur Schüssel und den Hammer machen wir auch noch. Pfeile. Der war hervorragend idiotisch. Haben. Leider nein. So, das wird jetzt mit der Basis gehen. Leider nicht dabei. So, ich kann ja jetzt mal den da nehmen. Ich habe da nämlich sowieso ein Problem. Ach, hier kann ich drehen. Aber was macht die Pfeile? Einzigste, was mir jetzt halt nicht gefällt, ist, dass das Muster anders ausschaut. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass man mit der Schüssel das vielleicht drehen könnte. Geht aber. Als das einer von euch weiß. Ache. Wie gesagt, ich werde dezent an den Gebäuden was verändern, aber ich werde nicht alles, also ich werde jetzt da nicht richtig volle Knecke jetzt mit Architecture, aber ich werde ein bisschen was mit Architecture machen, dass die Gebäude halt nicht nur eckig ausgucken, ne? Also ich weiß hier halt irgendwie. Ein. Glaube ich. Auch mal wieder eingesammelt. Jetzt haben wir drin. Wie gesagt, jetzt geht es am liebsten noch drehen, dass die Textur in diese Richtung zeigt, aber Teil kann, weiß ich auch noch nicht. So, das heißt, wir haben jetzt mal ein bisschen Textur gemacht und ein bisschen da drüben was gearbeitet. Und vor allem, wir haben eine neue Ladestation, die ich richtig stolz bin. Das Geile ist, ich sehe es gerade, der macht auch diese Bubbles-Dinge auf. Das heißt, ich kann den Magneten gleich da reinstecken. Ist doch super. Ja, gefällt mir.
Gut, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns. Ciao, ciao.